Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar in unserer Webinarreihe Digitale Transformation. Ich freue mich, jetzt so kurz vor Ende der Sommerferien Sie wieder begrüßen zu dürfen. Wir hatten jetzt ein paar Wochen Sommerpause gemacht, auch in unserer Webinarreihe. Mein Name ist Felix Gebauer. Ich bin Innovationsberater der WTSH und Co-Veranstalter dieser Webinarreihe gemeinsam mit dem DIWISCH. Da wird gleich der Philipp Scheitauer gleich was zu sagen. Wir haben die Webinarreihe vor etwas über einem Jahr ins Leben gerufen, unter der Überschrift Digitalisierungsoffensive Mittelstand, die wir gemeinsam als WTSH gemeinsam mit den Handwerkskammern und den Handelskammern des Landes durchführen. Und freuen uns sehr, dass wir heute hier wieder ein sehr, sehr spannendes Thema präsentieren dürfen. Kurz noch zwei, drei Sachen zum Ablauf und technische Dinge. Das Webinar wird aufgezeichnet heute, so wie immer bei uns. Die Aufzeichnung stellen wir hinterher auch allen zur Verfügung. Sie bekommen ein paar Tage nach dem Webinar eine E-Mail von uns mit dem Link zur Aufzeichnung, wenn Sie nochmal was nachsehen möchten. Und wenn Sie Fragen haben an den Referenten, dann immer gerne rein. Nutzen Sie dafür die Chatfunktion. Vom Ablauf her wird das so sein, dass gleich der Vortrag durchgeführt wird und wir dann am Anschluss ausreichend Zeit haben, um auf alle Ihre Fragen einzugehen, hoffentlich. Genau, dann soweit erstmal von mir. Übergebe ich an Philipp. Danke, Felix. Moin, moin, auch vom DIWISCH Cluster Management in die Runde. Mein Name ist Philipp Scheithauer, ich bin Projektmanager bei der DIWISCH und vertrete heute den Johannes Ripken, unseren Projektleiter, den Sie wahrscheinlich hier normalerweise kennen. Ja, auch von meiner Seite schön, dass wir wieder aus der Sommerpause da sind und heute gleich ja, mit einem spannenden Vortrag um das digitale Marketing. Das ist das Stichwort für Lars Müller, unser heutiger Referent. Er ist einer von vier Geschäftsführern von Vigitel und auch im DIWISCH-Kontext bestens bekannt. War bis vergangenes Jahr Vorstandsvorsitzender bei der DIWISCH und ihr Experte für digitales Marketing. Und ja, da eigentlich schon dein Auftritt, Lars. Die Bühne gehört dir. Vielen Dank bis hierhin und wir sehen uns in der Diskussion wieder. Ja, moin moin. Herzlich willkommen bei diesem gechillten und sommerlichen Webinar. Ich bin gerade im Urlaub, das sieht man vielleicht. Aber die Terminabstimmung fand vorher statt und ich hoffe, dass ich jetzt einigermaßen geradeaus denken und sprechen kann. Ich bin seit knapp 2 Wochen quasi offline gewesen. Natürlich war ich die ganze Zeit online, habe mir Webseiten angeguckt, habe mich auch gedanklich auf diesen Tag vorbereitet und habe eine Präsentation gestrickt, die ich jetzt gerne einmal teilen möchte. Ja, die viele haben vielleicht ein bisschen erkannt, worauf dieser Vortragstitel anspielt. Nur über meine Seite. Digitale Transformation sollte über eine Seite, spezifischer über eine Website passieren. Das ist jedenfalls die Ansicht eines Marketers. Da gibt es natürlich auch andere Meinungen. Wenn ihr andere Meinungen habt, schreibt die gerne in den Chat. Aber heute ist das Thema die Website und wir wollen sie ein bisschen einordnen in einen digitalen Marketing-Kontext. Digitales Marketing ist häufig das Erste, wo digitale Transformation wirklich hardcore beginnt. Und deswegen für jeden wichtig. Website ist vielleicht bisschen aus der Mode gekommen, aber wird so schnell nicht wegzudiskutieren sein. Ich hoffe, alle haben eine Website. Wer keine Website hat, bitte einmal in den Chat Kontaktdaten hinterlassen. Unser Vertriebsteam meldet sich dann direkt im Anschluss. Nein, Spaß. Also wir haben hier keine Zeit im Moment für neue Aufträge. Websites sind gefragt. Also lassen Sie sich nichts einreden. Websites werden gebraucht. Sie werden nicht abgelöst. Nochmal kurz zu mir. Das meiste Wichtigste ist schon gesagt. Ich bin tatsächlich seit Das stelle ich mit Erschrecken fest, seit fast 25 Jahren Digitalunternehmer. Und ja, deshalb habe ich schon eine Menge gesehen und ein paar Dinge, die ich gesehen habe in jüngster Vergangenheit, möchte ich gerne heute teilen. Privat, ich bin dreifacher Vater, habe eine Frau, ich gärtnere. Ja, klingt irgendwie spießig, ist es auch. Und ich bin leidenschaftlicher Trekkie. Bevor wir richtig einsteigen, eine kurze Klärung. Wir reden bitte immer von der Website, wenn wir die Website meinen. Es gibt eine Homepage, ja, aber das ist immer nur die Startseite. Also wenn man von Homepage spricht, ist die Startseite gemeint, die Heimseite, die erste Seite einer Website. Die Website ist das Ganze. Und das Ganze ist natürlich viel, viel mehr als nur das
vorne, vergleichen das gerne mit einem Buch, ne? Titelblatt und dann am Ende die ganzen Seiten mit den Inhalten, auch wenn ich den Vergleich ein bisschen hinkend finde, aber Leute, die im Digitalen vielleicht nicht ganz so zu Hause sind, freuen sich über solche Analogien aus dem Analogen. Also, Deckblatt, Homepage, Inhalt, Gesamtheit, Website. Und was haben wir heute vor? Wir haben das Intro schon hinter uns gebracht. Wir reden über digitales Marketing. Wir haben ein bisschen was Theoretisches zu Strategie und Zielen. Ja, ich weiß, es interessiert viele nicht so, ist aber wichtig. Und dann gehen wir auf Qualitätskriterien ein. Ich werde so ein bisschen zeigen, worauf kommt es eigentlich an? Ich hatte in der Ankündigung ja auch geschrieben, den Blick zu schärfen, so ein bisschen zu verstehen, wo ist die Liebe zum Detail, das Niveau, die Qualität einer Website eigentlich ablesbar? Und dann geht es über Biergeschmack noch ein bisschen weiter und dann freue ich mich auf Fragen und Diskussionen. Das mit dem Biergeschmack erklärt sich im weiteren Verlauf. Digitales Marketing ist mittlerweile extrem vielschichtig und ein Aspekt des digitalen Marketings ist tatsächlich die Website. Und die Website steht hier, das sieht man in diesem komischen Diagramm, im Zentrum. Also wir gehen oder unsere Philosophie ist, dass die Website das Bindeglied, der Dreh- und Angelpunkt aller digitaler Marketingaktivitäten ist. Das greift natürlich nicht immer zu 100%, aber wenn Sie digitales Marketing machen, dann vergessen Sie nicht, auf Ihre Website zu leiten. Das klingt banal, wird aber häufig vernachlässigt. Soziale Netzwerke, E-Mail-Marketing, Suchmaschinen, whatever. Es führt eigentlich immer auf diesen Kern, auf die Website. Was ist eine Website? Erstmal ist es eine Ansammlung von Bildschirmen, Inhalten, von Seiten, von Content, die navigierbar gemacht ist mit Verlinkungen. Nicht alle Inhalte sind sichtbar, manche sind verborgen, die sogenannten Metadaten. Und aufrufbar ist eine Website in der Regel über eine Domain, zeigt auf einen Server, ein gehostetes System und mit bestimmten Web-Technologien wird eben die Darstellung dieser Website gewährleistet. Am Ende geht es immer um Interaktion, also Nutzer, die auf diese Website navigieren und sich durch diese Website bewegen, interagieren dann irgendwann mit ihr. Zumindest ist das der Wunsch des Betreibers. Das ist ein Beispiel für eine Website, eine sehr schöne Website. Es geht um Bier. Unser Tochterunternehmen Brewkammer hat hier mal als Beispiel gedient. Es ist sozusagen der Minimalkonsens. Ne? Da ist ein Bild, da ist ein Logo, da sind ein paar Navigationspunkte, zwei Überschriften und ein Button. Ja, die Seite geht noch nach unten. Ne? Können Sie gerne gucken, brewkammer.com. Da steht noch mehr Inhalt drauf. Aber das ist schon ein erster Eindruck von einer Website und ich finde den nach wie vor ganz gut, das Bild könnte mal ausgetauscht werden, aber Nutzern sollte relativ klar sein, worum es hier geht. Kommen wir gleich zum ersten Tipp. Bitte, bitte nicht nur die Nutzer beachten. Ja, die Nutzer sind wichtig, nutzerzentrierte Denkweise, aber Maschinen indexieren diese Seite, also muss eine Website auch maschinentauglich sein. Und wenn man eine Website baut, bitte frühzeitig darüber nachdenken, wie Bots und Crawler, also Technologie, mit dieser Seite umgeht und die Seite verstehen kann. Sie muss schön sein, sie muss benutzerfreundlich sein, aber sie muss eben auch von einer Maschine verstanden werden. Die häufigste Maschine ist der Googlebot. Aber es gibt auch viele andere Maschinen, die relevant sind. Man geht inzwischen davon aus, dass über 50% des Web-Traffics von Bots ausgelöst wird. Nächstes Instrument im digitalen Marketing-Mix wäre unserer Ansicht nach die Web-Analyse. Also eine Website, die ich habe, die ich aber nicht messen kann, ist ein Blindflug. Das heißt, irgendeine Form von Statistik zum Verhalten der Besucher, irgendeine Technologie, die das erfasst und in Kennzahlen ausdrücken kann, ist wichtig. Es gibt verschiedene Anbieter, verschiedene Systeme. Google Analytics ist sicherlich das populärste, auch kostenlose, aber aus Datenschutzaspekten vielleicht nicht ganz unproblematische. Da sollten wir vielleicht heute einfach nicht so sehr drauf eingehen. Ganz großes Reizthema, Tracking, Codes, Cookies und so. Als Alternative, auch von uns häufig jetzt genutzt, Matomo, ein Open-Source-System zur Web-Analyse, das man so konfigurieren kann, dass es datenschutzkonform ist. Bei allen Web-Analysen, bei allen Zahlen, bei allen Statistiken gilt kritisch
hinterfragen. Es immer Messfehler gibt, weil das nicht unbedingt direkt mit Erkenntnissen aufwartet, sondern erstmal Zahlen präsentiert, die man hinterfragen muss. Aber aus denen man dann nach diesem kritischen Hinterfragen Dinge ableiten kann. Und auch tatsächlich in die Tat umsetzen sollte. Also die Webanalyse regelmäßig angucken, so zum Beispiel Screenshot, hier mal ausgewertet, mit welchen Geräten, von welchen Marken, mit welchen Bildschirmauflösungen greifen eigentlich Nutzer auf eine Website zu. Kann man sich auch drin verlieren, also auch da Gemach, nicht Statistik um ihrer selbst willen, sondern auch konkrete Fragestellungen haben und sie mit Daten beantworten. Wertvoller Tipp, meiner Ansicht nach, weil es häufig nicht gemacht wird, ist neben der Webanalyse die Search-Konsole verwenden. Das ist ein Google-Werkzeug, was kostenlos ist, was sozusagen auch nochmal die Google-Sicht, die analytische Google-Sicht auf die Seite und ihr Suchmaschinen-Ranking bietet. Kann man sich einfach registrieren, muss man einmal die Website verifizieren und dann kriegt man sehr, sehr wertvolle Daten dazu. Bei welchen Keywords wird man gefunden? Wo gibt es vielleicht Erreichbarkeitsfehler, Darstellungsprobleme und so weiter? Also ein sehr schönes und sehr eingängiges Instrument, um auch die Website-Qualität im Blick zu haben. Ja, wenn das nicht reicht, ne, also wenn die Suchmaschinenoptimierung nicht greift oder bevor sie überhaupt greifen kann, empfiehlt sich durchaus das Schalten von Anzeigen, vielleicht auch nur zu Recherchezwecken, vielleicht aber auch einfach, um ein Grundrauschen zu erzeugen. Man kann bei Google, bei Microsoft, bei vielen Suchmaschinenbetreibern kann man Anzeigen buchen, meistens über die Definition von Keywords, Textanzeigen, die dann eingeblendet werden und geklickt werden und dann wird pro Klick abgerechnet. Kennen viele. Relativ komplexe Materie, kann man eigene Webinare drüber halten. Ja, wichtig zu wissen für Website-Betreiber, es braucht fast immer ein bisschen Kampagnenaktivität, um überhaupt ins Rollen zu kommen, um sozusagen auch Datenmaterial zu generieren. Und diese Anzeigen liefern für viele, viele andere Instrumente wertvolle Know-how. Es geht nicht immer nur primär darum, dass Leute auf diese Anzeigen klicken, auf die Seite kommen. Mal ein Beispiel mitgebracht. So sieht es aus, wenn man eine Website googelt, wenn ich das mache, ohne eingeloggt zu sein. Ja, ein Großteil des Suchergebnisses ist eben monetarisiert durch Google. Anzeige, Anzeige, Anzeige. Sehr raumgreifend. Und wenn da jetzt geklickt wird, kostet es die Anzeigenbuchenden Geld. Vielleicht als Hinweis in eigener Sache, das sind alles Homepage-Baukästen und die nenne ich jetzt ganz bewusst so, weil das Systeme sind, die jetzt nicht unbedingt für den professionellen Einsatz gedacht sind, aber wenn jemand unspezifisch nach Website googelt, dann wird einem natürlich sowas angeboten. Erster organischer Platz hier, die Wikipedia, wie so oft, einfach ein starkes Ranking. Der Tipp fürs Schalten von Anzeigen ist eigentlich, zumindest in der Anfangsphase ein kleines Budget zu nehmen, vielleicht ein kleineres, als man eigentlich hat, um damit Fehler zu machen. Hört sich ein bisschen komisch an, ist aber verständlich, weil Google ein selbstlernendes System ist. Also dieses Anzeigensystem braucht erstmal eine gewisse Anlaufphase, um zu verstehen, was bucht man da, was ist das für eine Seite, wo führt das hin, wie verhalten sich Nutzer, was klicken sie, wo springen sie ab, um dann automatisch die Anzeigenschaltung zu optimieren. Also wenn man am Anfang schon ein großes Budget auflegt, dann geht dieser Lernprozess schneller, aber natürlich wird auch mehr Geld verbrannt. Ja, die Suchmaschinenoptimierung ist schon angesprochen. Das ist natürlich eigentlich die Königsdisziplin, ohne Geld auszugeben, nach vorne zu kommen. Natürlich kostet es Aufwand, es kostet sehr viel Energie, es ist ein sehr langwieriger Prozess und es gibt unterschiedlichste Kriterien, nach denen der Algorithmus das Ranking bestimmt, auch je nach Suchmaschine natürlich unterschiedlich und permanent im Wandel. Ne? Also das, was vor 2 Monaten gegolten hat, muss nicht mehr genauso gelten. Es kann sein, dass sich bestimmte Kriterien in ihrer Gewichtung gegeneinander verschieben. Es können neue Kriterien aufkommen, es können Kriterien wegfallen. Grundsätzlich unterscheidet man in alles, was auf der Seite passiert, als On-Page und alles, was außerhalb der Website passiert, als Off-Page. Vielleicht auch erwähnenswert, mittlerweile sind Sicherheits- und Vertrauensaspekte, Performance-Aspekte, also sehr tiefliegende technische Kriterien auch sehr, sehr relevant.
Da hat Google auch entsprechende Werkzeuge, auf die wir vielleicht gleich nochmal kommen. Aber am Ende zählt der Inhalt. Also gute Inhalte, die in einem einigermaßen vernünftigen technischen Gerüst präsentiert werden, haben eine gute Chance, gefunden zu werden. Ja, das Ziel von SEO, SEO ist eigentlich fast immer Sichtbarkeit oder Auffindbarkeit zu generieren, um dann möglichst viele Nutzer auf die eigene Seite zu bringen. Und natürlich auch die richtigen. Ich habe mal digitale Transformation Schleswig-Holstein gegoogelt. Ganz interessant, da ist schleswig-holstein.de vorne. Also ich glaube, der erste Platz ist hier nicht zu sehen, aber es ist auch schleswig-holstein.de. Der Digitalisierungsindex, die IHK gleich zweimal. Und dann kommen Divisch und WTSH. Es gäbe da durchaus einige Ideen, wie man dieses Ranking steigern kann. Die Frage ist natürlich immer, wie viele Menschen suchen eigentlich nach digitale Transformation Schleswig-Holstein? Also auch das ist etwas, was man im Rahmen der SEO vielleicht sich fragen sollte und was man mit Google Anzeigen schnell ermitteln kann. Wie häufig wird das Ding eigentlich eingeblendet und lohnt sich das dann da überhaupt, Energie zu investieren, um gefunden zu werden? Aber ja, also es ist ein ausbaufähiges Ergebnis, aber zur Ehrenrettung, Divisch und WTSH werden dann bei anderen Keywords auch sehr gut gefunden. Jetzt mal direkt der Vergleich zu Bing. Das fand ich hochspannend. Also das wird häufig vernachlässigt. Ja, die meisten Menschen in Deutschland suchen tatsächlich auch mit Google, aber Microsoft Bing ist nicht zu unterschätzen. Ganz besonders, weil sie die Suchtechnologie für einige andere Suchmaschinen, wie zum Beispiel Ecosia, stellen. Auch das Anzeigensystem von Ecosia basiert auf Microsoft Ads. Ecosia ist so eine Baumpflanz-Suchmaschine. Ziemlich interessant. Sollte man sich mal angucken. Für jede Suche und für die Einnahmen, die dadurch generiert werden, werden Bäume gepflanzt zur CO2-Kompensation. Und hier sieht man ein interessantes Suchergebnis, nämlich eine Frage. Was sind die Workshops zur digitalen Transformation in Ihrem Unternehmen? Ich weiß nicht genau, wer diese Frage so gestellt hat, aber sie erscheint dort und die Antwort ist Felix Gebauer und Johannes Ripken. Starten die Workshops zum Thema digitale Transformation in Ihrem Unternehmen? Und dann steht noch so ein bisschen Hashtags, Menschen, scheint irgendwie ein Tweet zu sein, aber es verweist direkt auf divisch.de. Was ist die Erkenntnis? Die Suchergebnisse sind nicht mehr nur Keyword-basiert, sondern sind auch inzwischen sehr häufig fragebasiert. Nutzer stellen in ihre Geräte hinein, das muss jetzt nicht so, so ein Echo sein von Amazon, wo Alexa drauf arbeitet, sondern das kann auch ein Smartphone sein. Menschen reden mit diesen Geräten und stellen Fragen in natürlicher Sprache und die werden dann von einer Suchmaschine verarbeitet. Das heißt, es macht Sinn, auf diese Fragen, die gestellt werden, Antworten zu liefern. Die Renaissance der FAQ ist quasi angebrochen. Also wenn es typische Fragen gibt zu Ihrem Produkt, zu Ihrem Unternehmen, zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu was auch immer, beantworten Sie diese Fragen einfach auf Ihrer Website. Sie werden besser gefunden. Ist natürlich zielgruppenspezifisch. Man kann sagen, je älter, desto weniger akzeptiert ist eigentlich die Sprachbedienung. Aber ja, über kurz oder lang wird sich das auf einem gewissen Niveau einpendeln und Sprache ist eben nicht mehr wegzudiskutieren. Dafür hat KI und Spracherkennung einfach gesorgt. Nochmal ein Bild, wie man sich das plastisch vorstellen kann. Also die Website wirklich im Zentrum des digitalen Marketing-Mix. Darum Sachen wie E-Mail-Marketing, Social Media, Anzeigenschaltung, Suchmaschinenoptimierung, Content-Marketing, all diese Dinge. Hier jetzt erstmal nur durch Icons repräsentiert und auf die wir auch heute nicht komplett eingehen, vielleicht in der Fragerunde. Aber in konzentrischen Kreisen sozusagen um diese Website gelagert, hat man Aktivitäten und Maßnahmen, die aber am Ende immer wieder Traffic auf die eigene Seite führen sollen. Das ist zumindest in den meisten Unternehmen so gewünscht. Gerade im B2B läuft es darauf hinaus, dass man eine Kontaktanfrage macht, dass man vielleicht direkt einen Verkauf über die Website macht, aber dass man vor allem etwas über das Unternehmen erfährt. Und das passiert am Ende am besten auf einer eigenen Website. Sie ist nämlich auch unabhängig von
den Launen sozialer Netzwerkplattformen, irgendwelcher technologischen und politischen Rahmenbedingungen. Also das bitte ich auch immer zu bedenken. Je nachdem, wie die Website gehostet ist natürlich, aber wenn man das anständig macht, dann hat man da am meisten Kontrolle und hat auch den nachhaltigsten Wert. Facebook-Posts, E-Mails und so weiter, das sind alles relativ kurzlebige Geschichten. Inhalte auf der eigenen Website leben theoretisch ewig, bis der Strom abgestellt wird. Ja, das war jetzt erstmal so ein bisschen zum Einstieg. Jetzt werden wir noch etwas theoretischer. Wie gehe ich eigentlich an so eine Website-Konzeption heran? Was ist da eigentlich wichtig? Strategie ist so ein Unwort, finde ich. Aber sie ist halt wichtig und man muss sich ein bisschen strategische Gedanken machen. Strategie sagt ja eigentlich auch nur, wie nehme ich einen Weg zu einem bestimmten Ziel in der Zukunft, das jetzt nicht allzu kurzfristig ist. Und das ist schon nicht so ganz verkehrt, sich das mal klar zu machen. Und das, worauf es eigentlich am Ende hinausläuft, ist, ich brauche eine Zielgruppe. Ich muss mal die Zielgruppe definieren, die ich mit einer Website ansprechen möchte und die sich auf meiner Website wohlfühlen und die sich sozusagen darüber informieren können soll. Gibt es verschiedene Kriterien, die man heranziehen kann, personenbezogene, aber auch organisationsbezogene Kriterien. Ein schönes Instrument ist, sich mit sogenannten Personas das zu behelfen, um quasi sich in typische Zielgruppenvertreterinnen und Vertreter hineinzuversetzen. Das ist so sehr, sehr spaßig, kann das sein, dass man sich einfach fiktive Personen überlegt und deren Eigenschaften beschreibt und sich dann immer überlegt, wie würde Peter, wie würde Carla, wie würde der oder jene Nutzer auf etwas reagieren, was ich auf meiner Website mache. Nicht zu viele Personas entwickeln, das kann schnell unübersichtlich werden, aber so eine Handvoll, das hilft einfach, um sich in diese Zielgruppe hineinzuversetzen. Ja, das ist auch eine Zielgruppe, ja, also Biertrinker, wobei ich hier nicht von Trinken reden würde. Also auch das muss man sich immer wieder klar machen und müssen wir uns klar machen als Bierverkäufer. Es hat nicht immer mit Genuss zu tun, sondern es gibt auch Techniken, anders Bier zu konsumieren. Ich verweigere trotzdem, mich in diese Zielgruppe hineinzuversetzen und das nachzumachen. Ich weiß nicht, schreiben Sie gerne in den Chat, ob Sie des Trichterns kundig sind. Es soll aber auch gar nicht ums Trichtern gehen, sondern es geht um die Metapher. Natürlich, Marketingfachleute wissen das ja. Der Funnel, ja, also der Trichter, den ich auf meiner Website quasi ausbilde. Und der sieht so ähnlich aus. Fließt nur kein Bier durch, sondern Traffic. Das ist ein Konzept, was wichtig zu verstehen ist, weil ich das oft erlebe, dass Leute so enttäuscht sind, dass von den Tausenden und Abertausenden Besuchern so wenig Anfragen entstehen. Das liegt aber einfach daran, dass dieser Trichter nach unten immer enger wird. Und das ist auf einer Website genauso. Die vielen Einblendungen in Suchergebnissen führen ja nicht immer zu Klicks und nicht jeder Klick führt wirklich zu einem qualifizierten Besuch. Viele Besucherinnen und Besucher springen ab. Ja, es ist einfach so. Die haben was anderes gesucht. Es kann natürlich minimieren, man kann daran arbeiten, dass mehr Besucher verweilen. Da gibt es sehr viele Techniken, wie man Menschen auch in eine Website hineinziehen kann. Teilweise auch unlautere Methoden. Verführung quasi. Meistens nicht lohnenswert. Also die Diskrepanz zwischen dem, was ich suche, was ich erwarte, welche Intention ich habe und dem, was mir dann angeboten wird, ist häufig sehr groß. Das führt zum Absprung. Manchmal führt es aber auch dazu, dass Leute zurückkehren, wenn sie dann nochmal anders suchen, wenn sie nochmal auf das Unternehmen oder das Produkt aufmerksam werden, teilweise mit Techniken wie Remarketing, mit einem Newsletter, mit anderen Marketinginstrumenten. Hochspannend ist in Webanalyse zu sehen, wie lang sind eigentlich solche Besuchsketten und wie häufig muss eine Person auf eine Website kommen, um dann endlich zur Handlung bewegt zu werden, also ein Kontaktformular auszufüllen, Download zu machen oder einen Bestellprozess auszulösen. Das ist das, was wir unter Konversion verstehen. Und darum geht es am Ende. Also es geht darum, dass die Zielgruppe konvertiert. Punkt. Alles andere ist auch nett. Darf man auch nicht komplett vernachlässigen. Aber häufig sieht man Websites, die genau das nicht tun.
sie verleiten oder bringen Nutzerinnen und Nutzer nicht zur Konversion. Wozu ist die Website denn dann da? Fragt man sich oft. Kostet Geld, wird gefunden, wird auch besucht. Bringt aber nichts. Bringt kein Cash. Sicherlich hat nicht jeder unmittelbar etwas zu verkaufen. Aber wir wissen auch, Kaufvorbereitung, Research online, Purchase offline, häufige Phänomene. Auch da gibt es Möglichkeiten, das dann zu tracken und zu messen oder zumindest abzuschätzen. Also machen Sie sich Gedanken darüber, was bezwecken Sie mit Ihrer Website? Wie ist Ihr Trichter und was soll unten rauströpfeln? Ja, jetzt reden wir über Qualitätskriterien. Das ist der eigentliche Kern, um den es ein bisschen gehen soll. Wie mache ich denn eigentlich jetzt eine gute Website? Also Theorie, ne? Wie führe ich die Leute hin? Wie gehe ich mit denen um? Wie konvertieren die? Wie schaffe ich das? Was muss eine Website heute eigentlich erfüllen, um gut zu sein oder besser als Wettbewerb? Also es ist auch vielleicht wichtig, man muss nicht übererfüllen, ne? wenn die Konkurrenz schläft und schlechte Websites hat und die Keywords oder die Besuchswege mit halber Kraft schon ordentlich abgedeckt sind, ja, dann reicht das vielleicht auch. Ne? Aber Vorsicht, die Konkurrenz schläft nicht und sie kommt manchmal aus einer völlig anderen Ecke. Das ist leider das Phänomen einer globalen Vernetzung, dass der Wettbewerb nicht unbedingt immer sofort sichtbar ist und auf einmal steht er dann vor einem im Suchergebnis und gräbt Nutzer und Kunden ab. Wir haben das mal eingedampft, was für Prinzipien eigentlich relevant sind bei einer Qualitätsbewertung einer Website. Das sind diese 7 Begriffe, diese 7 Ionen. Das erste ist Reaktion. Ja, eine Website muss schnell reagieren und sie muss auf das Endgerät und den Nutzer eingehen. Ganz simpel. Responsive Design, sie muss sich an den Browser, an das Endgerät anpassen und sie darf nicht zu lange laden. Es muss eine Reaktion erfolgen, wenn ein Aufruf erfolgt. Sie muss emotional sein, häufig vernachlässigt. Es geht nicht nur darum, jemanden mit Informationen und Nutzen abzuholen, sondern auch emotional zu packen. Viele entscheiden sich in den ersten Millisekunden schon, ob sie sich auf so einer Website zurechtfinden. Es gibt bestimmte Trigger sozusagen. Guckt mich jemand an? Ist das ein schönes Bild? Sieht das aufgeräumt oder chaotisch aus? Und in dem Zug auch ganz viele Konventionen, also Regeln, die ich einzuhalten habe. Logo oben links, Navigation an die andere Stelle, Inhalte, auf bestimmte Breiten zu achten, bestimmte Zeilenlängen nicht zu überschreiten, mit Überschriften zu arbeiten. Technische Konventionen, ganz viele technische Konventionen, ja, kann man sich tagelang mit auseinandersetzen, Standards einzuhalten. Das ist sehr wichtig, das kann man auch sehr gut messen. Häufig beschränkt sich Qualitätskontrolle auf diese technischen Kriterien. Dann geht es um Navigation, also finden sich Nutzerinnen und Nutzer zurecht und finden sie vor allem die gewünschte Information. Und dann gibt es natürlich auch Qualitätsmerkmale für das Konversionsverhalten und für die Güte dieser Konversion. Zum Beispiel, welchen Einkaufswert oder wie qualifiziert ist eine Kontaktanfrage, die ich generiere? Was bringt mir der viele Traffic mit den vielen schlechten Leads? Muss ich vielleicht an meiner Website etwas verändern? Und vor allem am Trichter. Und das Letzte ist die Iteration, das am meisten unterschätzte, immer wieder neu erfinden, immer wieder anfangen, um zu verbessern, zu verwerfen, zu testen, um sich sozusagen in einer permanenten Schleife an einen Idealzustand anzunähern. In der Praxis häufig nicht so, weil großes Projekt, Website-Relaunch, ne, wir machen alles neu, wir bauen irgendwie ganz viel, wir schmeißen ganz viel Geld in den Rachen einer Digitalagentur. Nehmen die immer gerne, weiß ich aus Erfahrung. Aber was ist denn danach? Wer kümmert sich denn drum? Wer aktualisiert die Seite? Wer testet sie? Wer passt sie an neue Technologien an? Oder bleibt die jetzt einfach 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre so liegen? Also immer eine Website nicht als Projekt, sondern als Prozess verstehen. Das ist meine Empfehlung. Das ist nie fertig. Das ist frustrierend. Aber so ist das nun mal. Man kann nicht aufhören. Sobald man
aufhört, an einer Website zu arbeiten, geht sie eigentlich ihren langsam schleichenden Tod. Ja, Matthias schreibt Change Management. Schöne Überleitung, also auch das, ne? Es muss ja nicht nur die Website sich möglicherweise verändern, sondern auch das Unternehmen. Das wäre auch ganz nett, ne? Das Marketing irgendwie schön immer aktuell ist, aber die Menschen und die Prozesse und die Produkte dahinter total veraltet. Ja, also dieser Druck, der wird teilweise auch durch die Website dann ausgelöst. Aber es kann auch helfen zu verstehen, welche Bedarfe eigentlich am Markt existieren. Okay. Danke für diese Frage. AB-Testing, wenn man nicht extrem viele Besucher hat. Ja, das ist schwierig, beziehungsweise fast unmöglich, zumindest ein automatisiertes AB-Testing. AB-Testing meint, dass man zwei Nutzergruppen hat und denen unterschiedliche Website-Versionen ausliefert. Es gibt Tools dafür, die dann quasi immer entscheiden, linksrum, rechtsrum, ne? Der eine so, der andere so. Und dann werden Kennzahlen miteinander verglichen. Und um zum Beispiel valide Aussagen zu bekommen, braucht man erstens viele Besucherinnen, Besucher und auch entsprechend viele Konversionen. Man sagt so 100 Konversionen, ne? 50-50 oder ist es 40-60, dann wird das langsam aussagekräftig. Nicht jede Website, gerade im B2B, in speziellen Nischen mit kleinen Zielgruppen, kriegt man genug zusammen und der Zeitraum wird auch zu lang. Ja, man testet dann nicht über 30 Tage oder 2 Monate, sondern man muss dann über 5 Jahre testen, dann hat sich der Markt total verändert, das macht gar keinen Sinn. Da ist ein guter AB-Test, 2 Kunden zu fragen oder 2 aus der Zielgruppe, um es besser zu formulieren. Einfach mal 2 unterschiedliche Menschen vor so eine Website zu setzen und zu gucken, wie sie reagieren, die dabei zu beobachten oder sie zu befragen. Das ist auch eine Form von AB-Test. Oder eben auch genau andersrum, 2 verschiedene Website-Versionen und dann qualifiziert heranzugehen, nicht quantitativ, und einfach zu fragen. Und zwar diejenigen, die die Website benutzen sollen. Was gefällt euch besser? Was findet ihr logischer? Wo fühlt ihr euch wohler? Das ist dann natürlich nicht so datengetrieben und nicht unbedingt so fancy, aber es hilft. Und es ist einfach. Einfach mal anrufen. Dann kannst du mal unsere Website angucken, was findest du besser. Manche machen das inzwischen auch über soziale Netzwerke, sehe ich bei LinkedIn immer öfter, posten die irgendwie so Teile von ihren, also nicht die komplette Website, Teile, so bestellen Button so oder bestellen Button so, Herz-Icon oder Daumen-Icon, und dann werden irgendwie 20 Leute befragt, ohne einen komplizierten AB-Test aufzusetzen. Auch das kann ein Instrument sein. Wichtig ist nur einfach, nicht die falschen Leute in Tests einzubeziehen, sondern genau die mit der Website nachher umgehen sollen. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Also, echtes AB-Testing braucht viel Traffic, viele Konversionen. Alternative ist eben, händisch vorzugehen. Vielleicht in Ergänzung, manchmal ist das auch wieder anders? Das ist natürlich Marketing-Sprech, ne? Das hängt davon ab. Ihr habt Tests gesehen, in denen innerhalb kürzester Zeit klar war, was die bessere Version war. Da brauchte man nicht erst 100 Konversionen, sondern das war sehr schnell absehbar. Aber das ist natürlich nicht der Regelfall. Gut, jetzt gucken wir uns Seiten an. Ich hoffe, das klappt gleich mit einem Screensharing. Wenn nicht, habe ich Screenshots. Also schreib gerne rein, wenn das nicht klappt. Ich habe mal 6 Aspekte herausgegriffen, wo ich gute oder schlechte Anmerkungen zu habe. Das erste ist Galeria.de. Habe ich mal aufgerufen, weil ich dachte, die reden ja gerade von 600 Millionen Euro. Die machen richtig, schieben gerade eine große Bugwelle. Ich glaube, das meiste Geld soll für die Renovierung von Filialen draufgehen, aber es wurde auch davon gesprochen, den Internetauftritt zu verbessern. Da habe ich gedacht, gucke ich mal an. Muss der denn überhaupt verbessert werden? Und rhetorische Frage natürlich. Ich kann mal kurz demonstrieren,
was ich da gesehen habe. So. Wir sind jetzt, ich hoffe, alle sehen das. Ich kann den Chat jetzt nur noch mit halbem Auge sehen. Wir sind auf Galeria.de. Und die machen so viel falsch, ich will da gar nicht drauf eingehen, was da alles falsch ist. Wir haben gesehen von dieser nur aus Bildern bestehenden Slideshow, die, ja, kann man natürlich immer drüber streiten, auch Zielgruppe, ne? Keine Ahnung, wer bei Galeria.de im Internet kauft. Aber was ich hier mir anschauen möchte, ist, wie verhält sich diese Seite im Hinblick auf ihre Elastizität. Elastizität im Layout, das ist eines der fundamentalen Kriterien für ein gutes Responsive Design. Das heißt nicht, dass Galeria keine Mobilversion ausliefert. Das tun sie, haben gegengetestet, das tun sie tatsächlich. Aber sie unterscheiden eben zwischen Mobilversion und Desktop-Version. Und das ist nicht zeitgemäß. Gerade wenn man sich anguckt, wie fließend Übergänge zwischen Geräteklassen sind. Tablets, Phablets, Smartphones, kleine Smartphones, gefoldete, jetzt kommen gefoldete Geräte. Was ist denn eigentlich noch eine Bildschirmgröße und an was kann man sich da ausrichten? Nichts. Es ist total fluide und es geht auch immer größer. Also man sieht hier schon den ersten Fehler, es wird gar nicht die gesamte Fläche ausgenutzt. Das riecht so ein bisschen nach Nullerjahre vor dieser Zeit, als es so viele verschiedene Screengrößen gab, aber egal wie breit ich das hier mache, also ich habe jetzt diesen Simulationsmodus im Firefox, wo ich die Pixelbreite simulieren kann, das ändert sich nicht. Und hier ist ganz viel Raum, der eigentlich zur Verfügung stünde, wenn man mit einem entsprechend großen Monitor unterwegs ist. Und wie verhält sich das, wenn ich schmaler werde als der hier vorgesehene Raum, dann verschiebt sich das, aber nichts bricht um. Es gibt noch nicht mal einen horizontalen Scrollbalken. Wenn ich das sehe, doch, den gibt es hier unten. Also ich kann dann horizontal scrollen. Habe ich lange nicht gesehen, sowas. Also zumindest rudimentäre Elastizität ist eigentlich heute Standard. Aber hier gibt es irgendeinen Mechanismus, der dann erkennt, ich wird von einem Smartphone aufgerufen und dann eine andere Version ausliefert. Das ist nicht komplett falsch, um Gottes Willen, aber es ist auch nicht geil. Gerade wenn ich einfach mehr Platz zur Verfügung habe oder halt mit einer Zwischengröße unterwegs bin, keine Ahnung, ob deren Mechanismus diese wahnsinnig großen Smartphones erkennt. Meine Tochter kriegt jetzt zur Einschulung, muss ja, ne? Geht ja heute nicht mehr anders. Ich bin richtig neidisch geworden. Das ist kein teures Smartphone. Und es ist ein riesen Apparillo. Also, wie testen die das? Müssen die jetzt mit jedem Gerät da drauf gehen? Wahnwitz. Also, elastisches, echtes elastisches Layout. Wir können gleich mal beim nächsten Beispiel angucken, wie das gut gemacht ist. Das wäre nämlich Audi. Vorsprung durch Technik hieß das mal. Ich weiß gar nicht, ob die den Claim noch benutzen. Audi hat meiner Ansicht nach das sehr schön gelöst. Also das ist jetzt einmal die komplette Screenfläche ausgenutzt für einen sehr emotionale Ansprache, zumindest für die, die auf so Sportwagen, also ich glaube diese RS-Dinger, das sind eher so, ja, Proletenkarren, würde ich sagen. Ich hoffe, keiner fährt so ein Ding. Aber das sieht halt sportlich aus. Sagen wir mal so. Die aber eben sehr schön machen, und achten Sie mal auf den Fokus des Bildes. Der ist ja jetzt nicht genau mittig. Ich will ja eigentlich diese Front hier sehen von dem roten Auto. Und je stärker ich das zusammenschiebe, desto kleiner wird das Bild. Aber es wird auch zugeschnitten. Und es sorgt dafür, dass immer der richtige Bildausschnitt im Fokus ist. Das ist wirklich große Kunst. Das ist hervorragend umgesetzt. Natürlich verändert sich das Menü. Es klappt ein und aus. Diese Informationen brechen um. Wir haben hier solche Slide-Elemente. Das ist alles auch schön
großzügig gestaltet, damit der dicke Finger da drauf passt. Also das ist responsive Design as it should be. Jetzt ist natürlich die Frage bei all dieser tollen Gestaltung, performt das auch? Also der nächste Qualitätsaspekt wäre für mich Ladegeschwindigkeit. Hier sind sehr viele Bilder drauf. Ich habe das mal durch das Google Lighthouse, den Lighthouse Report gejagt. Das dauert jetzt eine Weile. Versuche mal kurz zu erklären, was eigentlich aktuell technisch gesehen bei Google passiert, wenn die eine Website analysieren. Sie achten natürlich auf Inhalte, auf die klassischen Merkmale. Sie haben aber auch ganz viele Metriken inzwischen entwickelt, die User Experience versuchen abzubilden oder das Erleben von Nutzern. Und der zweite wichtige Aspekt ist, Google geht von Mobile First aus. Also alles, was relevant ist, ist erstmal in der mobilen Version. Und scheinbar funktioniert das hier nicht. Toll. Dann zeige ich einen Screenshot. Bin ja vorbereitet. Nee, der Screenshot ist auch nicht da. Schade. Die Seite ist so langsam. Funktioniert noch nicht mal die Analyse dazu. Also, wir gucken da gleich nochmal drauf. Da kommt es. Hervorragend. Performance 19. Und das ist doch Ironie at its best, ja? Taktgeber für Performance. Audi RS3 Modelle. Website Performance 19 von 100 Punkten. Es dauert geschlagene 44 Sekunden zur Time to Interactive. Das ist so eine Metrik. Sozusagen, wie lange dauert es, bis jemand interaktiv mit dieser Seite umgehen kann. Der First Contentful Paint, das ist hier sozusagen, wann entsteht auf einem mobilen Endgerät der erste vollständige Eindruck. Also sehr verschiedene Metriken, die aber alle nicht unbedingt für Screen wechseln. Danke, ich habe den Screen nicht gewechselt. Ihr seht das gar nicht. Nochmal. Klappt das jetzt? Bitte mal kurz im Chat bestätigen, weil ich glaube, das gab auch. Ja, danke. Passt. Also hier, das ist ein Plugin. Das ist entweder im Google Chrome oder im Firefox zu installieren. Sehr technisch, sehr, sehr technisch. Hier gibt es ganz viele kryptische Informationen dazu, was an dieser Seite nicht gut ist. Accessibility ist okay, die Best Practices sind auch eingehalten, SEO, alles gut, aber die Performance nicht. Ich lese jetzt gerade im Chat, die e-tron-Seite hat 13. Ja, es ist ja klar, es ist ja die modernere Technologie, die performt einfach noch schlechter. Ja, es ist eine Unterseite von der Audi.de. Also auch hier nochmal der Hinweis, was man nicht machen sollte, ist, wenn man eine Seite aufruft, dass man gleich schon in der zweiten Verzeichnisebene landet. Also audi.de/de/brand/de/html. Das sieht nicht nur doof aus, das ist auch für eine Indexierung nicht unbedingt schlau, weil eine Maschine geht ja davon aus, okay, das ist schon die zweitunterste Ebene, das ist gar nicht die oberste Ebene, kann also gar nicht so wichtig sein. Man kann jetzt immer argumentieren, Audi braucht das nicht, die werden eh gefunden. Ja, Totschlagargument, alles klar. Das stimmt irgendwie schon auch, aber bitte. Ich finde das einfach ein wahnsinniger Widerspruch, hier von Performance zu reden und hier sie nicht zu liefern. Nächstes Beispiel ist, natürlich muss jetzt auch mal wieder Brookhammer kommen, unser eigenes Experiment quasi. Was passiert eigentlich, wenn man Biere aus Schleswig-Holstein sucht? Ich suche das mal jetzt in Google. Und da findet man erst Biermap24. Oh, ich habe auch was falsch gemacht. Nicht Bier aus Schleswig-Holstein, sondern Biere. Und das demonstriert auch nochmal. Oh, ändert sich nicht. Interessant, das war vor
ein paar Stunden war das noch andersrum. Also hier kämpfen wir sozusagen mit Biermap 24, Bierbasis, kämpfen wir darum, wer rankt auf dem ersten Platz. Was man aber hier sehr, sehr schön sehen kann, unsere Strategie war ganz klar, die Suchphrase Biere aus Schleswig-Holstein in den Seitentitel zu legen. Der Seitentitel ist das, was eines der am stärksten einfließenden Kriterien ist. Also es gibt natürlich, keine Ahnung, hunderte, aber der Seitentitel hier, der nur hier oben in dieser Browserzeile sichtbar ist, ich hoffe, man kann das jetzt über das Screensharing sehen, ist das sogenannte Title-Element, das im Kopfbereich der Seite verankert ist. Das ist sehr, sehr ausschlaggebend und das erscheint eben auch im Suchergebnis. Das kann also auch dazu führen, dass hier häufiger geklickt wird als hier. Also hier ist Schleswig-Holstein-Bier, ne? Das ist gut, aber hier steht erst bierbasis.de und dann Biere aus Schleswig-Holstein. Und manchmal ist das schon entscheidend, steht das vorne oder steht das hinten. Also wenn ihr an eurer Seite wirklich optimieren wollt, im Detail optimieren wollt, dann nehmt als erstes den Seitentitel. Das ist so wichtig. Der Seitentitel hat eine bestimmte Länge zu haben, dass er nicht abgeschnitten wird. Gibt es Tools, die einem das simulieren können. Systrix Snippet Generator sei mal genannt. Den kann man wunderbar verwenden, um zu gucken, wie wirkt das nachher im Suchergebnis. Desktop, auch mobil, wie viel Pixel habe ich noch. Ich könnte also hier noch weiter ausreizen, bis dann irgendwann abgeschnitten wird und Punkte entstehen. Und das gilt auch für die Kurzbeschreibung, auch die kann eine bestimmte Länge haben. Kleinigkeit mit hoher Wirkung. Nächstes Kriterium. Nicht das Porträt. Das ist okay. Das hat eine Mitarbeiterin gemacht. Damit bin ich zufrieden. Ich bin auch zufrieden, dass es hier auftaucht. Ist ja jetzt irgendwie auch mein Vortrag. Ist okay, dass da ein Bild von mir ist. Habe ich mich aber gefragt, welches Bild kommt denn eigentlich, wenn ich das jetzt bei Facebook teile? Das kann man testen. Mit dem sogenannten Facebook Sharing Debugger. Da gibt man die URL ein, die man testen möchte. Ja, und dann wird hier gesagt, dass die Eigenschaft OG-Image sollte explizit angegeben werden, selbst wenn ein Wert von anderen Tags abgeleitet werden kann. Klingt jetzt technisch, heißt eigentlich nur, auf der Divish-Seite sind keine Open-Graph-Informationen für das Teilen in sozialen Netzwerken explizit hinterlegt. Es gibt zwar ein Bild, aber in den Meta-Informationen der Seite ist nicht deklariert, das ist das Bild, was als Vorschau beim Teilen in Facebook erscheinen soll. Und es ist wichtig, denn Leute klicken das häufiger an, wenn da ein Bild ist. Und es sieht viel schöner aus. Das hängt jetzt nicht von mir ab oder von meinem Porträt, aber grundsätzlich, Bilder wirken. Und das kann hier verschiedene Gründe haben, warum dann Facebook sich nicht irgendwas anderes greift. Manchmal klappt das auch, aber es kann auch einfach zufällig irgendetwas anderes genommen werden. Und das passiert tatsächlich, ich habe das ausgetestet, dass auch manchmal Bilder von hier unten dann benutzt werden. Interessant ist auch, dass in der Ankündigung so ein Mockup hier oder so eine Desktop-Situation ist. Die wird aber im Artikel selbst gar nicht weiter aufgegriffen. Die könnte man auch in den Metadaten hinterlegen und dann würde das als Vorschaubild funktionieren. Also da wäre ansonsten eine super Seite, ne? Divish kann es auch empfehlen, Mitglied zu werden. Das kann ich wirklich empfehlen. Aber da wäre jetzt noch so eine kleine Optimierungsschraube, weil Veranstaltungen werden häufig geteilt. Ich als Referent, aber auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilen mit, zu welchen Veranstaltungen sie sich angemeldet haben. Also hier sicherlich ein gutes Instrument, den Open Graph zu berücksichtigen. Ich gucke mal gerade zwischendurch in den Chat. Ja. Also wenn ihr Fragen habt, ne, ich gucke da ab und zu rein. WTSH haben wir uns vorgenommen. Die Seite ist, so sagte Felix, auch ziemlich neu. Sie ist schön, sie macht vieles richtig. Sie hat aber ein
ein kleines, aber feines Problem. Oder sagen wir mal zwei. Erstens Lesbarkeit. Und das hat auch beim Lighthouse Report, das kann man nachstellen, wird das auch angemahnt, also für die User Experience, teilweise nicht ideale Kontraste. Das fängt schon hier an. Ne? Also schmaler Grad, Schrift auf Bild zu legen, ohne entsprechend Kontrastierung. Also das hier ist sehr schlecht lesbar. Und Barrierearmut, Barrierefreiheit sind nicht nur für diejenigen, die es wirklich dringend brauchen, sondern auch für ganz normale Nutzerinnen und Nutzer wichtig, weil sie einfach fürs Auge schonender ist, so etwas zu lesen. Und dann geht man weiter, dann sieht man hier, das ist eigentlich schön gemacht, verschiedene Handlungsaufforderungen, sogenannte Call to Actions. Und die kontrastieren jetzt auch noch gerade so okay. Ich glaube, Google mahnt das schon an. Also der Grau-Weiß-Kontrast könnte noch ein bisschen verstärkt werden. Die flattern so ein bisschen. Geschmackssache, da regen sich manche drüber auf. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Hier mehr erfahren. Gut. Vielleicht könnte man das auch variieren. Ich gucke jetzt nur weiter auf diese Handlungsaufforderungen, diese Call to Actions. Jetzt wundere ich mich schon das erste Mal, alle klein geschrieben. Okay, hier groß geschrieben, alle klein geschrieben. Vielleicht steckt da irgendeine Methode hinter, aber ich erkenne sie noch nicht. Mehr lesen wird wieder groß geschrieben. Oh, jetzt kommt es wieder alles groß geschrieben und noch schlecht lesbarer Text dazu. Und hier, ne, auch dieser Button ist schon kaum noch erkennbar vor dem Hintergrund. Also Vorsicht mit Bildern im Hintergrund. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, und jetzt sind wir bei alle Themenanzeigen. Da ist es alle groß geschrieben. Ist ja interessant. Und jetzt gehen wir runter. Jetzt anmelden in Rot. Sehr schön auffällig. Wieder klein. Jetzt sagen einige, das ist ja piepegal. Hauptsache, da steht was. Das kann man so sehen. Mir sagt das, da hat sich jemand nicht ausreichend mit den Handlungsaufforderungen auf dieser Startseite auseinandergesetzt. Sie getestet, sie optimiert. Vielleicht ist das gerade im Gange. Vielleicht geht man da noch ran. Aber es ist ein Indikator dafür, weil das ist das, was Leute klicken. Weil Navigation schön und gut, aber ne, man scrollt, man wird von irgendwas angesprochen und diese Aufforderungen sind häufig das, was einen Klick provoziert. Und das muss sitzen. Das muss perfektioniert werden. Und da darf man sich solche Inkonsistenzen ja auch nicht erlauben. Also mein Appell und meine Empfehlung wäre immer groß anfangen. Es catcht mehr. Es ist Anfang eines Satzes, Anfang einer Aufforderung. Großes J. Jetzt anmelden. Und bitte nicht alles groß schreiben, so wie das im englischen Sprachraum üblich ist, sondern nur den ersten und Substantive. Letztes Beispiel, Content. Für die Eingeweihten, die Frage wird tatsächlich in der Bierszene häufig gestellt. Ich simuliere das nochmal bei Google. Was ist eigentlich ein NIPA? Und da kann man sicherlich auch welche kaufen. Im Craft Beer Shop, nee, nicht weiter darauf eingehen, das ist unser Wettbewerb. Und hopfenhelden.de, ein sehr, sehr tolles Blog zum Thema Craft Beer, erklärt einmal richtig, was ist ein New England IPA, was bedeutet diese Abkürzung, was sind die spezifischen Eigenschaften dieses Bierstils, wie ist die Geschichte, nicht zu lang, ne? Es ist noch lesbar, es sind ein paar Eigenschaften genannt, verschiedene Unterstilrichtungen, fantastisch. Nina Annika Klotz, Chapeau, so macht man guten Content und so wird man gefunden. Ja, das war jetzt einmal der Praxisteil. Ich switch jetzt nochmal kurz zurück in die Präsentation. Wir waren ja schon bei Bier. Und wir müssen auch langsam zum Ende dieses Vortrags kommen. Das war angekündigt. Was hat das alles mit Biergeschmack zu tun? Es gibt eine sehr, sehr, sehr schöne Analogie zwischen Bierstilistik und Biergeschmack und dem Arbeiten an einer Website. Ich habe das versucht, mal so in so eine Trinkreihenfolge zu packen. Und die sieht so aus. Man beginnt mit einer Gose. Das ist ein Sauerbierstil, ein alter, sehr, sehr traditioneller Bierstil. Mit Koriander und Salz wird das Bier gewürzt. Kommt typischerweise aus Leipzig, eigentlich original aus Goslar. Die Gose ist ein Flüsschen
Und aus dem Flusswasser hat man ein leicht mineralisches Bier gemacht. Matthias, du bist Sommelier. Korrigiere mich bitte, wenn ich etwas Falsches erzähle. Und die Gose steht für etwas. Sie ist nämlich ein schönes Einstiegsbier für einen Bierabend. Und sie ist eine regionale Spezialität. Und das ist ein Tipp. Konzentriert euch auf eure Region. Das muss nicht eine geografische Region sein, aber bleibt mit den Maßnahmen eurer Website in eurer Kernzielgruppe, in einem Kernmarkt und fangt damit an zu arbeiten. Greift nicht nach allen möglichen Sternen, sondern Heimat. Die Heimat der Website erstmal im Griff zu haben. Es gibt noch genug andere Bierstile und es gibt auch noch genug andere Märkte und andere Maßnahmen, die man ergreifen kann. Das folgt später. Erstmal muss das sitzen. Zweite Phase. Auch in einer Bierverkostung wäre dann zum Beispiel ein Lagerbier. Also ein untergäriges Bier, das schon ein bisschen kräftiger sein kann, was vielleicht hier, wie in diesem Fall, kalt gehopft ist, was auch ein bisschen Geschmack hat. Aber Lagerbiere stehen für eine, sagen wir mal, gute, breite Akzeptanz. Die meisten in Deutschland getrunkenen Biere sind Lagerbiere. Das Pils gehört dazu und das Export, das bayerische Helle. Und das ist der nächste Schritt. Ne? Also geht ein bisschen auf die Breite, geht ein bisschen auf das Besondere natürlich. Also nicht Holsten, halbe Liter Dosen, bitte nicht. Aber die sozusagen Kompatibilität, das Abholen von Leuten von gewohntem mit etwas besserer Qualität. Das wäre so ein nächster Schritt. Also macht eure Website zu etwas, wo sich ein Durchschnittsuser auch drauf wohl fühlt und wo er die Informationen findet, die er braucht und wo er konvertieren kann. Nächster Schritt in einer Bierverkostung und bei der Arbeit an einer Website wäre jetzt das IPA, das India Pale Ale, also ein Spezialbier. Wenn ihr die Masse abgedeckt habt, sag ich mal, oder die kaufkräftige und relativ unreflektierte mittlere Zielgruppenschicht, dann setzt eins drauf. Dann macht eure Website ein bisschen hopfiger, ein bisschen intensiver, feilt an ihr. Verwendet vielleicht auch ein paar andere Technologien. Arbeitet ein bisschen anspruchsvoller an den Details. Laien werden das vielleicht nicht merken, aber Leute, die sich auskennen, Biertrinker wie Website-Nutzer werden den Unterschied merken, bewusst oder unbewusst. Und das wäre also sozusagen ein nächster Schritt, sich zu steigern in der Intensität, vielleicht auch im Budget, ja, geht damit einher, dass man vielleicht mehr Geld ausgeben muss. Bei IPAs, bei guten IPAs ist das definitiv der Fall. Aber das lohnt sich. Ihr kriegt einfach qualifiziertere Nutzer. Der Trichter wird enger. Ja? So, und wenn ihr die habt, die IPA-Trinker. Dann geht's weiter mit dem fassgelagerten Imperial Stout. Stark, mächtig, malzig, schwer, nur langsam zu trinken. Möglicherweise flavored, wie in diesem Fall, mit extra Zutaten, mit Finesse, mit Zeit, mit sehr viel Know-how produziert. Und das ist mit der Website genauso. Immer wieder, immer neu, immer verfeinert, immer verbessert, in jeder Kleinigkeit geschliffen. Nicht für jeden, auch nicht für die Hipster, die das New England IPA jetzt gerade favorisieren. Nee, für die echten Kenner. Aber das ist halt in der Konversion das, was richtig kracht. Die Leute, die sich auskennen, die Menschen, aber auch die Maschinen, die sich mit seiner Website beschäftigen, die Ahnung haben und die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, die am Schluss zu bedenken. Macht das bitte nicht andersrum. Beim Biertrinken nicht und auch nicht mit eurer Website. Fangt nicht mit den Spezies an. Und trinkt bitte nicht einen Imperial Stout, hier das Kentucky Breakfast Stout von Founders. Trinkt das nicht zuerst. Es sei denn, ihr seid Profis. Also, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, alle haben jetzt Bierdurst und Bock, an ihrer Website zu arbeiten. Ich freue mich auf Fragen und eine angeregte Diskussion. Oh, jetzt sieht man und hört man mich. Moin.
Ja, vielen Dank, Lars. Das war sehr, sehr kurzweilig und spannend, auch insbesondere, weil du natürlich auch uns als WTSH und eingebaut hast. Finde ich sehr schön. Hinweise werde ich weitergeben bei uns im Haus. Und ich kann auf jeden Fall für mich sprechen. Ich habe tatsächlich Bier losbekommen, also vielleicht auf dem Weg gleich nach Hause noch irgendwo ein Lille einsammeln oder so. Mal gucken. Ja, vielen Dank schon mal an der Stelle. Gerne. So, genau, jetzt. Ich habe selber ein paar Fragen, aber wir gucken erstmal, würde ich sagen, in den Chat. Also gerne alle, die jetzt noch dabei sind, nutzen Sie die Gelegenheit und stellen Sie Lars Ihre Fragen. Eine Frage kommt da auch gerade schon. Relaunch oder Redesign? Was empfiehlt sich wann? Ja, Boris hat das gefragt. Das ist natürlich auch mal Definitionssache. Was ist, wann hört Redesign auf, wann fängt Relaunch an? Ein Redesign versteht man ja erstmal nur an der Oberfläche sozusagen, also Technologie, die unten drunter ist, bleibt die gleiche und oben wird an der Gestaltung gearbeitet. Idealzustand, das wäre so diese Philosophie des Continuous Relaunch, ist quasi weder das eine noch das andere, sondern permanent an allen Aspekten der Website zu arbeiten. Das ist natürlich nicht trivial, auch technologisch nicht. Ein Relaunch macht man in der Regel viel, viel seltener als Redesigns. Manche redesignen saisonal, ja? Also mit jeder Saison, je nach Produkt ist die Saison unterschiedlich, kommt ein neues Design im Modebereich sicherlich häufiger als jetzt in anderen Metiers. Also die oberflächliche Gestaltung kann häufiger erneuert werden als das gesamte Konstrukt. Denn ein Relaunch mit einer kompletten Neustrukturierung, neuer Technologie unten drunter, neuem System, geht fast immer einher mit einem Rankingverlust. Es gibt Techniken, den zu vermeiden, aber so ein Relaunch, da leidet normalerweise das Google-Ranking und das ist für manche tödlich. Es gibt sehr berühmte Beispiele, was gnadenlos schiefgegangen ist. Ich empfehle da das Buch von Timo Heinrich, Website Relaunch. Ich weiß gar nicht, ob das nochmal neu aufgelegt worden ist. Das ist, also ich empfehle selten Bücher, aber es gibt es auch als E-Book. Ja, da wird alles erklärt, was man berücksichtigen muss, wie man URLs rettet, wie man das Ranking behält. Also Relaunch ist mit sehr viel Bedacht, Redesign nach Laune. Aber auch da Vorsicht, ne? Also auch Umgestaltung hat manchmal Auswirkungen, die man nicht beabsichtigt. Also auch da behutsam. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Dann haben wir hier noch eine zweite Frage, die reingekommen ist. Hat eine Homepage oder Webseite, wie wir auch gelernt haben, nicht etwas an Relevanz verloren im Vergleich zu immer wichtigeren Social-Media-Kanälen? Ja. Ja, Matthias, es gibt auch immer noch Holsten halbe Liter Dosen, ne? Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich damit sagen will. Natürlich, es gibt Social-Media-Kanäle, ja, aber die Substanz, das Nachhaltige, das passiert nicht immer. Ne? Das hängt auch vom Unternehmen, Produkt und Zielgruppe ab. Social-Media-Kanäle wirken mittlerweile auch für sich ohne die Website im Hintergrund. Aber sie bleibt wichtig. Ja, sie hat eingebüßt, oder sagen wir mal, der Marketing-Mix ist bunter, vielfältiger geworden. Man kann es sich heute auch nicht mehr erlauben, nicht Social-Media-Marketing zu betreiben, aber in einer bestimmten Größenordnung. Ja, es wäre fahrlässig. Und auch da heißt es nicht, dass man mit Facebook immer noch super aufgestellt ist. Ich nähere mich zum Beispiel gerade TikTok und verzweifle komplett daran. Ich check das einfach nicht. Ich lasse mir von meiner Tochter helfen, aber ich habe das Gefühl, ihr checkt das auch nicht. Also ändert auch da immer die Kanäle. Aber bei aller Schnelllebigkeit und bei aller Dynamik, das Web gibt es weiterhin. Mhm. Und es hat eben für viele, viele Prozesse, wir reden über Datenschutz, wir reden über Sicherheit, wir reden über Vertrauen, wir reden über Zahlung. Wenn ich mich das bestelle, dann will ich das nicht in einem Facebook-Shop machen, ganz ehrlich. Ja, ich bin auch schon über 40, Matthias. Vielleicht da nochmal direkte Nachfrage von mir. Wie ergänze ich denn die Webseite und Social Media im Optimalfall?
Gute Frage. Das ist eben ein Aspekt während dieser Open Graph, also die Website so auszustatten, dass sie sich gut teilen lässt, dass sie ein gutes Teilenerlebnis in nicht nur in Facebook, LinkedIn, Twitter-Cards wäre noch so ein Stichwort, das man ergänzen kann. Also alles, was an sozialen Netzwerken da ist, greift sich Content aus der Website, häufig aus den Metadaten, und dann kann man sie darüber teilen. Und umgekehrt ist natürlich auch so, die sozialen Netzwerke erlauben in unterschiedlicher Weise die Verlinkung zu einer Website. Also wenn ich Facebook-Ads schalte, Facebook-Ads/Instagram-Ads, dann führen die natürlich auch oft auf eine Landingpage. Ja, und eine Landingpage ist dann irgendwie Teil der Website. Also da gibt es sehr viele Querverbindungen und, das weiß man nicht so ganz genau, aber es wird immer wieder vermutet, es gibt durchaus auch soziale Signale, die auf das Ranking wirken. Ich meine, mittlerweile werden Tweets auch wieder in Suchergebnisse eingestreut. Das heißt, das kann sozusagen also auch einen positiven Rückkopplungseffekt geben auf das Ranking der eigenen Seite, wenn zu dieser Seite Social-Media-Aktivität existiert. Also es greift ineinander. Es ist ein Netz, ne? Es ist verwoben. Und nichts ist isoliert zu betrachten. Okay, ja, sehr, sehr, sehr schönes Bild, ja. Das verwobene Netz und die Webseite, die irgendwie vielleicht so im Zentrum steht, ne? Das hast du auch in einer Slide gehabt, so, ne? Das Portfolio, diesem Mix an Marketing-Tools und webbasierten Tools, die ich mittlerweile habe, ist vielleicht die Webseite noch so ein bisschen das Bindeglied, ne? Genau, und es sind sehr viele Wechselwirkungen und die sind teilweise auch nicht richtig einzuschätzen, ne? Also passieren einfach Dinge. Also wenn ihr im Internet unterwegs seid, passieren Dinge, glaubt mir. Es gibt niemanden, der das unter Kontrolle hat. Das würde ich unterschreiben. Eine Frage, ich kann sie nicht ganz einordnen. Die kam zeitlich, als du gesprochen hast über das Thema Redesign gegen Relaunch. Stichwort Reaktion, muss ich zwingend den Provider wechseln? Punkt. Ja, fängt mit Stra an und hört mit To auf. Nein, nicht zwingend. Aber natürlich ist auch das Hosting, der Server, die Anbindung, die Latenz, die Reaktionsgeschwindigkeit der Hardware, wenn es eine ist, ein virtuelles Server versus, also sehr viel Technologie, die serverseitig auch schon optimierungswürdig ist. Aber das hängt natürlich davon ab, wie ist mein Wettbewerb aufgestellt und was habe ich für eine Website laufen. Ne? Man sagt schon, dass ein Content-Management-System mit einer gewissen Komplexität oder Shop-Systeme, die brauchen einfach andere Ressourcen. Die kann man nicht auf so einem Popel-Hosting laufen lassen. Mhm. Da muss man einen vernünftigen Provider haben. Und es gibt auch bei günstigen Providern vernünftige Tarife. Ne? Auch da kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Das muss man sehr gut auswählen, kann man vorher testen. Keno hat das gefragt, ne? Sehe ich gerade. Mhm. Ja, beschäftige dich damit, wenn es Anzeichen im Lighthouse Report oder im PageSpeed Index gibt, dass die Hardware vielleicht zu langsam reagiert oder am falschen Ort steht, auch ein Phänomen. Wenn ich einen internationalen Markt adressiere und ich habe meine, also wenn ich in Asien was machen will, ich habe meine Server aber in Südafrika stehen, sollte ich vielleicht auch da mal drüber nachdenken. Mhm. Dann haben wir hier noch was nochmal zur Verbindung von Social Media und Webseite. Macht es Sinn, den neuen Content von Insta und Co. zum Beispiel auch auf der Website zu duplizieren? Ja, kann Sinn machen. Schöner ist natürlich, man produziert echten Content in einem Blog oder in Unterseiten. Aber da ja sehr viel Energie auch in diese Instagram-Posts reinfließt, also bei vielen zumindest, gibt es Tools, die abgreifen, die Bilder, und dann automatisch in eine Website integrieren, auf unterschiedliche Art und Weise. Auch da muss man sich dann genau angucken. Verlangsamt das möglicherweise die Seite? Was passiert, wenn man da draufklickt? Ist es ein gesponsertes Tool? Ist das kostenlos und verlinkt dann irgendwo ganz anders hin? Da habe ich schon die absurdesten Dinge gesehen. Also Obacht bei der Einbettung von Instagram-Content. Dann richtig. Ich meine, dass wir an einigen Stellen Square Lovin im Einsatz haben. Das ist so ein Dienst, der kostet dann halt Geld. Und da kann man nach bestimmten Kriterien auch die Instagram-Bilder dann auswählen, die zum Beispiel alle mit einem bestimmten Hashtag oder aus einem bestimmten Zeitraum. Gerade wenn verschiedene Personen an verschiedenen Kanälen arbeiten, kann es manchmal relevant sein, ne? Dass in Instagram eine Aussage getroffen wird, die ich nicht unbedingt auf der Website haben möchte, automatisiert. Ja.
Also Medienkonvergenz, auch ein schwieriges Thema. Natürlich sollte man nicht grundsätzlich das Widersprüchliche über soziale Netzwerke zu dem erzählen, was man auf seiner Website kommuniziert. Das beliebteste Beispiel sind Öffnungszeiten. Ja, wenn in Google My Business oder in Facebook steht, wir haben heute geöffnet, und auf der Website steht, wir haben geschlossen. Ja. Blöd, ne? Fahr ich als wenn Kunde, ihr nicht ständig angerufen werden wollt, habt ihr heute auf, dann macht das ordentlich. Dann, dann habt eine Konvergenz über all diese Kanäle. Ja, also Boris hatte die Frage gestellt, Content von Insta durchaus ein schönes Mittel, wenn man den hat. So, jetzt kommen wir noch Fragen rein. Super. Mhm. Du hast das Beispiel mit der Audi-Webseite gehabt und dem Performance-Thema. 100 Punkte für SEO hat die Webseite bekommen. Aber nur 17 Punkte Performance. Berücksichtigt SEO nicht die Performance? Ja, guter Punkt. Also das ist natürlich die Frage, was versteht jetzt Google unter diesen SEO-Kriterien? Streng genommen ist das halt nicht richtig, was die da ausgeben oder was dieser Lighthouse-Report ausgibt, weil diese Performance-Kriterien sind natürlich Ranking-relevant. Also das ist so. Beziehungsweise manchmal auch nicht direkt Ranking relevant, deshalb kann man das vielleicht auch trennen. Man sagt, okay, das ist Performance und das ist das, was der Nutzer erfährt. Aber das Absprungverhalten des Nutzers ist ein SEO-Kriterium. Mhm. Das heißt, wenn Google merkt, dass Leute von einer Website sehr schnell wieder abspringen, dann kann sie theoretisch alles richtig machen, aber dieses Absprungverhalten äußert sich manchmal einfach dadurch, dass die den Zweitplatzierten dann anklicken. Dann dreht sich dieses Ergebnis halt schnell. Weil Absprungverhalten ist immer ein Indikator dafür. Zu diesem Keyword hat diese Seite nicht das geliefert, was erwartet war. Mhm. Also ja, gut bemerkt, ne? Also SEO, Performance, ich sag dir, ist alles verwoben, alles spielt miteinander. Und manchmal ist es schwierig, also auch die Trennung zwischen On-Page-Kriterien und Off-Page-Kriterien ist nie hundertprozentig sauber. Was dazu gezählt wird und was da nicht dazu gezählt wird. So, ich mache mal weiter. Da ist noch die nächste Frage. Moderation von Social Media ist wichtig. 24/7 im Grunde braucht Personalzeit Geld. Ist tatsächlich, geht in eine ähnliche Richtung zu einer Frage, die ich auch dir noch stellen wollte. Wenn ich jetzt Unternehmer bin oder Unternehmerin und ich habe eine, weiß nicht, kleine Firma, so jetzt hast du viel erzählt über das Thema digitales Marketing, muss erstmal strategisch durchdenken, ich muss mir Gedanken darüber machen, was soll meine Webseite eigentlich erreichen, muss einen Funnel definieren und dann muss ich es auch operativ umsetzen, ne? Mich um SEO kümmern, mich um SEA kümmern, mich um Google kümmern, das ist ja alles, kostet ja alles Zeit und Geld. Ist das für ein kleines Unternehmen überhaupt realistisch gesehen in-house leistbar? Ich meine, du bist jetzt von der Digitalagentur, du sagst natürlich, nein, buch mich so, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich gesagt, so bis zu welchem Punkt kann ich das eigentlich als Unternehmen noch selber machen? Und wann ist es eigentlich an dem Punkt, wo ich sage, oder wo du sagst, ganz ehrlich, holt euch eine Agentur? Der Punkt ist individuell unterschiedlich und er schwankt auch. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Vielleicht zu der Feststellung, Moderation von Social Media ist wichtig, ja, muss sich jemand kümmern. 24/7 wird nicht unbedingt erwartet. Also da muss man sich auch von lösen. Das hängt auch eben von den Nutzerinnen, Nutzern dieser Profile ab. Was erwarten die von einem mittelständischen Unternehmen, was B2B ist, ne? Die arbeiten nicht sonntags. Und da kann man sich manchmal auch ein bisschen entspannen und kann einfach auch die Leute mal ein bisschen kommen lassen. Aber es kann sich natürlich rächen. Also es kann auch nach hinten losgehen und ein Shitstorm sich übers Wochenende entwickeln und dann kommt man Montag ins Büro um 8 Uhr und sagt, oh, passiert selten, passiert echt selten. Muss man schon grob Scheiße bauen, um das ganz, ganz ehrlich. Also habt da nicht so viel Angst und macht das nicht zu einem 24/7-Thema. Aber ja, es braucht Geld und Social-Media-Aktivitäten leben nicht nur von Personal und Zeit, sondern auch von Budget. Macht Social-Media nur mit Budget. Ihr müsst Anzeigen schalten. Ihr könnt es natürlich auf lange Sicht auch kostenneutral oder budgetneutral machen. Das braucht aber sehr, sehr lange. Wir haben das bei Brookhammer nur sehr sporadisch mal gemacht, aber ich erzähle mittlerweile immer so, nee, wir geben kein Geld mehr für Social Media Ads aus. Das stimmt auch. Aber natürlich geben wir Geld aus, weil sich jemand darum kümmert und wir eine gewisse kritische Masse erreicht haben. Also
dann lieber einen Kanal auslassen und sich auf bestimmte Kanäle konzentrieren. Das wäre so meine Empfehlung. Nicht auf allen Hochzeiten tanzen, sondern eine Sache im Rahmen der Möglichkeiten ordentlich machen. Social Media zu ignorieren, halte ich für fahrlässig. Mhm. Im B2B muss es nicht Facebook, Instagram und tralala sein. Da kann man auch. TikTok ist dann das, nein, LinkedIn ist dann das Wahl der Mittel der Wahl. Die Frage war ja aber eigentlich, was können kleine, mittlere Unternehmen leisten und wann ist der Punkt für eine Agentur? Dass, grundsätzlich, ich werde jetzt wahrscheinlich gesteinigt zu Hause, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, werde ich eine Agentur gesteinigt. Ihr könnt das alles selber. Das ist alles Kinderkacke. Das ist nichts besonders Kompliziertes. Es gibt dieses Internet, wo alles drin steht und man kann das lesen und anwenden. Man braucht Zeit, bisschen Talent vielleicht, natürlich Technik und Bock. Mhm. Wenn ihr wenig Zeit habt, aber viel Bock, schlaft halt weniger. Wenn ihr wenig Zeit und kein Geld habt, und kein Bock, dann lasst es einfach bleiben. Aber wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt und wenig Zeit, dann holt euch eine Agentur oder holt euch Hilfe. Es muss nicht gleich immer alles riesen. Es gibt genügend Möglichkeiten, sich da helfen zu lassen, sich unterstützen zu lassen. Es kann auch eine Hiwi-Stelle sein. Es kann eine Mitarbeiterin sein, die man rekrutiert. Das hängt von den Gegebenheiten ab. Aber es ist da. Beschäftigt euch damit. Ihr könnt es nicht wegdiskutieren, ihr könnt es vor allem nicht wegignorieren. Ja. Marketing ist halt wichtig. Und meistens genau dann wichtig, wenn man denkt, so, ah nee, läuft ja alles. Ja, alles klar, vielen Dank. Eine weitere Frage. Keno hat ein schönes Bild. Ich kann meine Wohnzimmer auch alleine streichen. Genau, kann ich machen. Ja. Habe ich keinen Bock zu mit Scheiße. Da tauscht nicht Zeit gegen Geld, ja genau. Ja. Aber wenn ich sozusagen immer wieder iteriere, auch ein schöne Analogie, wenn ich das jedes Jahr einmal mache, dann wäre ich irgendwann gut da drin. Mhm. Und dann empfinde ich vielleicht auch irgendwann Freude am Streichen. Und dann ist es eben doch schöner, weil ich es selber gemacht habe. Schönes Bild, ja. Eine weitere Frage noch. Welche Relevanz haben heute noch One-Pager? One-Pager als kompletten Auftritt haben halt ihre Grenzen. Unter One-Pager versteht man alles, was die Website ausmacht, auf einer Seite. Das ist für den Start ganz gut. Das ist für Kampagnen auch ganz gut. Wenn ich also eine Anzeigenkampagne mache und dann baue ich so eine One-Pager-artige Unterseite meiner Website, die alle Informationen aggregiert und am Ende zu einer Konversion führt. Aber der One-Pager als Unternehmensauftritt ist, denke ich, nur für kleine Unternehmen sinnvoll, die quasi dann schon zufrieden sind, die eine regionale Zielgruppe haben, die vielleicht auch sehr viel einfach von Empfehlungsmarketing leben, ne? Ist ja auch, darf man auch nicht unterschätzen, die einfach Präsenz brauchen, müssen One-Pager, okay, wenn ihr ambitioniert seid, vergesst es, dann muss der One-Pager in irgendeiner Phase irgendwann mal zu einer vernünftigen Website wachsen. Hat einfach mit der Problematik zu tun, dass das nur eine URL ist und eine URL kann nicht zu beliebig vielen Keywords ranken. Also man versucht wirklich das auch zu matchen. Ich will zu digitale Transformation gefunden werden, habe ich idealerweise die Domain digitaletransformation.de. Wenn nicht, habe ich divish.de/digitale-transformation. Mhm. Und auf dieser Seite ist nur alles Content zur digitalen Transformation. Das wäre so eine One-Pager-Landing-Page. Pillar-Pages nennt man das, Säulenseiten nennt man das mittlerweile auch, die dann sozusagen wie so ein Einstiegsportal sind für weitere Informationen. Das ist aber schon eine fortgeschrittene Technik, um aufgefunden zu werden. Der One-Pager als Unternehmenspräsenz, regionaler Einzelhandel, Dienstleistungen, so, das ist okay. Friseure. Mhm. Die werden mit SEO
jetzt nicht unbedingt, also die müssen einfach gut Haare schneiden, müssen gefunden werden, müssen Öffnungszeiten und Kontaktdaten hinterlassen. Ja. Ja. Reine Information, wenig Interaktion, für kurze Besuche. Ne? Das ist geil. Also wenn ich will mich nicht durch eine komplexe Navigationsstruktur navigieren müssen, dann würde ich ja noch seltener zum Friseur kommen. Was ich das ohnehin schon tue. Also das ist nur so ein Beispiel. Das gibt viele Szenarien, wo das zutrifft. Als Unternehmen, was einen gewissen überregionalen, expansiven Anspruch hat, keine gute Wahl. Es platzt irgendwann aus allen Nähten, so ein One-Pager. Ja. Aber Beispiel Friseure, ich kann es dann natürlich auch dann wieder über Social Media ergänzen, mit Leben füllen, das beides kombinieren. Also ja, absolut. Und es ist viel cooler, als es nicht zu haben. Ne? Also besser, man hat einen One-Pager als 404-Fehler, wenn man die Domain eingibt. Oder eine Umleitung auf eine Facebook-Seite. Finde ich übrigens eine Mode. Ne? www.domain.de und dann lande ich auf facebook.com/tralala. Temporär okay, auf Dauer eher ein Armutszeugnis. Mhm. Alles klar. Wir sind kurz vor 5:30, das ist dann auch gleich die offizielle Webinarzeit vorbei. Mehr Fragen habe ich im Chat gerade nicht. Ich hätte sonst abschließend vielleicht, außer es kommt gleich noch was. Ich habe noch ein Zitat hier, Timo hat das. Ja, gerne, also, geh mal kurz drauf ein. Ja. Website vielleicht auch als Content Hub zu verstehen, richtig. Mhm. Content Hub klingt jetzt irgendwie fancy, heißt ja eigentlich nur Verteiler. Mhm. Und ein Verteilerknoten. Das ist ein sehr schönes Bild. Das ist nicht das Einzige, aber es ist eben das Zentrum. Ja, genau. Genau, ich hatte noch eine abschließende Frage, die vielleicht nochmal so ein bisschen weg vom Konkreten, also ich will jetzt nicht sagen, die ist vielleicht philosophisch, aber die geht so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Ich habe eine These, und zwar in 5 Jahren oder weiß nicht, 5 bis 10 Jahren wird Website Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung von der KI gemacht. Würde mich interessieren, wie du dazu stehst, beziehungsweise wenn du so mal in die Zukunft denkst, du hast ja auch super viel Erfahrung, wie siehst du deinen Job in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Glaubst du, da wird sich durch so Themen wie künstliche Intelligenz oder wer weiß, was da noch so alles in den Startlöchern steht, wie wird sich dein Job in den nächsten Jahren verändern oder der deiner Agentur? Ist ja schon so. Ja, ist schon so, ne? Also Qualitätskontrolle, Schrägstrich Crawler. Genau, das ist eine KI, das ist eine große. Ja, richtig. Also das fehlt vielleicht noch, weiß ich es aber auch nicht, fehlt vielleicht noch so das Übergreifende, was dann alles zusammenführt und wo ich dann einfach nur noch, im Endeffekt würde ich mir so vorstellen, ich gebe das irgendwo in eine KI rein und die guckt sich alle Qualitätskriterien an und setzt dann auch direkt um. Ne? Also sagt dann direkt, ja, hier muss das optimiert werden, mache ich direkt. Gibt es vielleicht heute noch nicht, weiß ich nicht. Du steckst so tiefer drin, also wie dein Bild davon? Die Frage ist immer, was definiert man schon als KI und wann ist es, ne, wann ist es echte KI, wann ist es vielleicht einfach nur ein großer Datenbestand? Genau. Aber ja, also die große KI, die das Web durchstöbert, ist schon da, das ist Google, ja. Und das sind auch noch andere. Und wenn man so will, nutzen wir in unserem Website-Checkup, wir haben so ein unter widgetal.tools, also ein bisschen Eigenwerbung kann ich ja mal machen, widgetal.tools, guckt euch das mal an, haben wir eine kleine KI Fehlerarten und das heißt, wir wollen wissen, gibt es eine individuell gestaltete 404 Fehlerseite und an bestimmten Merkmalen wird einfach gelernt, was ist eine 0815 vom System generierte und was ist eine individuell gestaltete und individuell betextete und das bewerten wir und die Qualität liegt natürlich da, wo jemand selbst bei der Fehlerseite sich Gedanken und Mühe gemacht hat und kriegt da einen Pluspunkt. Und da, wo das die WordPress-Standardseite ist oder die Typo3-Standardseite ist, gibt es quasi einen Minuspunkt. Ich glaube nicht, dass Google danach guckt. Mhm. Aber wer weiß. Wer weiß? Ja. Niemand weiß es. Aber ich sag mal so, wenn wir als 30-köpfige Digitalagentur in Schleswig-Holstein sowas mit KI bauen können, mit Machine Learning-Algorithmen bauen können, dann haben andere das schon gemacht. Ja. Also geht davon aus, dass das schon so ist und dass es immer mehr wird und dass die Rolle des Menschen eine immer weniger wichtige, zumindest an diesen Stellen ist. Und selbst das Schreiben von Texten, ja. SEO-Texten, wird
durch KI übernommen, jetzt schon und in Zukunft immer mehr. Und es ist dann irgendwann keine Kunst mehr, einen guten Text zu schreiben. Ja. Aber dann wird auch das Gewicht vielleicht abnehmen. Dann wird vielleicht Textqualität wieder anders bewertet. Also das ist ja die Frage, ne? Ist das gut? Wenn man den Text lesen will, ja, fein. Dann hat eine KI geschrieben und das kann man nicht unterscheiden, ob Mensch oder KI. Aber vielleicht sagt sich ein Ranking-Algorithmus, weil alle jetzt gute Texte haben, durch KI generiert, was ist das noch wert? Hm. Ich mache mir da also keine Sorgen. Ja. Ihr werdet weiterhin genug zu tun haben, das glaube ich auch. Aber wir werden nur andere Dinge machen. Wir werden andere Dinge machen. Das ist klar. Wir werden nicht mehr nach Seitentiteln gucken. Aber auch eine Erkenntnis. Wir machen ja alle zwei Wochen so eine Sprechstunde, wo wir dann quasi Websites durchchecken. Ich meine, dieses Seitentitel-Thema ist seit 10 Jahren, 20 Jahren bekannt. Ich sehe so viel Scheiße da draußen. es kann gar nicht so schnell gehen, das alles aufzuräumen. Also achtet nur mal, macht das mal, surft mal durchs Netz und achtet auf Seitentitel. Fangt mal bei der WTSH an. Startseite, die WTSH-Startseite fängt mit Startseite an. Ganz ehrlich. Okay, Schlag ins Gesicht. Das ist nicht so tolle. Nee, okay. Und ja, also es gibt natürlich Möglichkeiten, aber jemand muss das dann auch machen. Also jemand muss der KI auch sagen, bitte optimiere meine Seitentitel zum Beispiel. Mhm. Und ich mache, also ja, es wird sich verändern, das ist klar, aber es wird genug zu tun geben für euch und für uns. Du gehst nicht schweißgebadet ins Bett und hast Angst um deine Zukunft. Okay, das ist so eine Aussage. Ich mache mir eher Sorgen darum, dass wir genug Menschen in unserem Land haben, die qualifiziert sind und die Bock haben und genug Skills haben, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen und es eben nicht alles der KI überlassen. Mhm. Oder die KI entwickeln, ne? Also das, genau, ja. Ja. Ja, sehr schön. Philipp, hast du auch noch irgendwie eine abschließende Frage oder sowas? Ich würde sagen, wir waren jetzt schon sehr philosophisch und sehr in die Zukunft schauen. Von daher keine weiteren Fragen von mir. Nee. Alles klar. Dann nochmal vielen, vielen Dank, Lars, für den erfrischenden und wirklich kurzweiligen Vortrag. Vielen Dank an alle, die noch dabei sind, die sich das angeschaut haben, viele Fragen gestellt haben. Wir wissen noch nicht ganz so genau, wann es mit dieser Webinarreihe weitergeht. Auf jeden Fall wird es weitergehen im Rahmen der digitalen Woche Kiel. Die wird Mitte September stattfinden. Da gebe ich schon mal als kleinen Teaser raus, werden wir uns damit beschäftigen, was haben wir in etwas mehr als einem Jahr Webinarreihe Digitale Transformation alles gelernt, wie ist das gelaufen. Da sind wir auf jeden Fall dabei und wir versuchen auch noch im August noch ein Webinar einzustreuen. Sie bekommen das auf den gewohnten Kanälen dann alles mit. Von daher vielen Dank an alle, die dabei waren und bis zum nächsten Mal. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Bis bald. Und Prost. Prost, genau.